So. Ja, liebe Zuhörer, eine weitere Folge iLevel Podcast mit Herz. Heute Gast, mein Gast, Jens Rasiewski. Jens Rasiewski hat eine Karriere im Sport gemacht. Nachdem er den Fußballlehrer nach seiner aktiven Karriere erworben hat, war er erst Sportmanager-Funktion bei Hannover 96, ist über TSG Hoffenheim, also 17 Trainer, später dann beim VfL Bochum gelandet und war dort NLZ-Leiter, hat die sportliche Leitung übersehen und ist am Ende auch U19-Trainer und Zweitligatrainer geworden. Nach seiner Freistellung wirkt er nun in einem Projekt, das er selber initiiert hat, Changemaker. Davon freue ich mich auch, noch mehr zu hören im weiteren Verlauf des Gesprächs, weil ich auch ein Teil des Projekts sein durfte und bin sehr froh, ihn kennen zu dürfen. Herzlich willkommen, Jens. Ah, hallo. Jens, wer bist du? Wer bin ich? Erstmal bin ich 45 Jahre alt mittlerweile. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, die sind 9 und 4, wobei der Größere jetzt bald 10 wird am 2. August. Von daher gibt es bald eine Geburtstagsfeier zu Hause. Ja, bin auch Bruder von, habe einen Bruder, der noch in meiner Heimat lebt. Und ja, ansonsten bin ich natürlich Sohn von meinen Eltern. Und im beruflichen Kontext bin ich ja immer, wie der Lebenslauf schon zeigt, immer so ein Wanderer zwischen Teppich und Rasen gewesen. Einerseits das Herz fürs Trainersein und gleichzeitig auch das Herz für Organisationsentwicklung im Fußball. Also wie, meine Frage war immer, wie könnte es in 5 Jahren aussehen? Wie bist du auf diese Frage gekommen? Wie könnte es in 5 Jahren aussehen? Na, ich musste schon relativ früh aufhören mit Fußball spielen. Schon mit 27 hat mein Knie nicht mehr mitgemacht. Und ja, wenn das dann so vorbei ist mit dem Fußballspielen, hat es mich doch sehr mit Anfang da die Identität so ein bisschen verloren gegangen ist, die mich bis dahin total geprägt hat und ausgefüllt hat. Und das hat schon so 2 Jahre gedauert, bis ich dann auf ein paar Umwegen wieder bei meinem Ex-Verein Hannover 96 gelandet bin. Und dort durfte ich mich so ein bisschen neu finden. Dann dort war zuerst Dieter Hecking Trainer und auch Christian Hochstetter Manager und die mir einfach einen gewissen Freiraum gegeben haben und aus diesem Freiraum hat sich dann das irgendwie relativ natürlich entwickelt. Ja, diese Suche danach, ich durfte viele Reisen machen und immer für den Verein dann zu fragen, okay, wie könnte es in 5 Jahren aussehen und was macht uns besser? Das war irgendwie meine Frage, die sich dann aus dem neuen Feld so ergeben hat. Und was hat dann dein direktes Umfeld jetzt zum Beispiel dann, Christian Hochstetter, wie haben die resoniert auf diese Frage, was ist in 5 Jahren? Ich könnte mir ja vorstellen, im Fußballgeschäft geht es eher um heute und um nächsten Spieltag. Aber die hatten das auch intus, beide, also Dieter Hecking und auch Christian Hochstetter zu der Zeit, die wollten sich entwickeln, die wollten nicht da stehen bleiben, wo sie sind. Die hatten auch Ziele, die über das nächste Wochenende hinausgingen. Und da ich das irgendwie so in mir hatte und ständig da Energie weiterzumachen, haben die das beständig gefördert, ja, so dass ich da machen durfte. Und du hast jetzt am Anfang in deiner Einleitung ja sehr stark auch deine Familie unterstrichen und deine Rollen als Vater, als Ehemann und als Bruder auch genannt. Wie war das über die Jahre, wenn man jetzt im Fußball arbeitet und extrem viel Zeit da investiert? Wie hast du Familienleben und Fußball kombiniert? Ja, bis zum Aus meines Spielerdaseins war es schon extrem darauf gerichtet, die Einbahnstraße Fußball so zu leben. Ich glaube, erst mit dem abrupten Karriereende hat sich da ein bisschen Weitblick entwickelt, dass sich Prioritäten verschoben haben und das schon in 5 bis 7 Jahresabständen immer mehr dahin, dass
ist mehr Richtung Familie und mehr, dass sich die Prioritäten einfach ein bisschen verschoben haben. So würde ich das nennen. Und was gibt dir die Familie? Naja, in erster Linie ein Stück Heimathafen, ein Stück Wurzeln und ein Stück Beständigkeit, Verantwortungsgefühl über den Job hinaus. Ich würde sagen, wahrscheinlich schon die wichtigste Lebensrolle. Okay. Und nun hast du quasi dich über Hoffenheim bist du dann in Bochum gelandet und hast ja dort dann auch dich, warst ja dann verantwortlich für die Zweitligamannschaft. Und wurdest dann auch entlassen. Wie hat sich das für dich angefühlt in dem Moment? Magst du uns ein bisschen deine Gefühlswelt mit reinnehmen, wie sich das angefühlt hat? Der Zeitpunkt der Entlassung, meinst du den? Ja. Ja, eigentlich war das von Anfang an mit Bochum eigentlich eine total energievolle Zeit. Also ich hatte auch wieder ein Feld, wo ich frei wirken durfte. Und das hat eigentlich bis zu dem Zeitpunkt auch richtig toll funktioniert. Also alle die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, ein neues Konzept zu entwickeln ohne eine U23, Trainerentwicklung, Spielphilosophie und auch eine Kultur gleichzeitig des Umgangs, da eine Veränderung. Das hat mit den Leuten, die ich dort kennenlernen durfte, hat echt ganz, ganz toll funktioniert. Und erst im letzten halben Jahr durch ein paar Personalentscheidungen, auch bei der Profimannschaft, gab es halt ein sehr großes Durcheinander. Und bis hin, dass ich dann auch im Oktober Trainer der ersten Mannschaft wurde. Und mir war eigentlich innerlich bewusst, dass das so eine Nadelöhr-Situation ist, dass die entweder gut gehen kann oder nicht, wenn man sowas macht. Von daher war es jetzt nicht eine Riesenüberraschung. Ich habe es nicht so gedacht, dass es so kräftezehrend war, nachdem die Entlassung dann auch erfolgt ist. Ja? Also es war eine sehr aufwühlende Zeit. Ich vergleiche das immer mit so einem Zimmer, was total unaufgeräumt war, und die meiste Arbeit bestand jetzt erstmal darin, das Zimmer versuchen, so gut wie möglich wieder aufzuräumen, wenn man das Zimmer als Mannschaft oder als Verein sieht. Ja, und ja, von daher war ich eigentlich relativ im Reinen mit mir, mit der Arbeit. Andererseits ist natürlich so, dass eine Entlassung halt immer doof ist. Ja, also das fühlt sich auch total bescheuert an. Also gerade wenn man jetzt auch ein bisschen in der Öffentlichkeit eben steht, war schon noch ein bisschen, ja, wenn die Leute dich jetzt auf der Straße erkennen und so. Also es war auch die erste Entlassung so, die in meiner gesamten Fußballzeit so passiert ist. Von daher war das auch eine neue Erfahrung. Wobei ich jetzt in so ein richtiges Loch bin ich jetzt auch nicht gefallen. Okay. Und wie hat sich dann quasi danach alles entwickelt? Was hast du in der Zeit gemacht nach deiner Entlassung bis jetzt? Na, die ersten 3 Monate war ich zweimal richtig stark krank, also mit Nasennebenhöhlenentzündung. Es hat mich wirklich, ich denke mal, 2x4 Wochen komplett ans Bett gefesselt, wo ich dachte, die Abwehrkräfte sind total total schlecht gewesen und musste der Körper sich erstmal aufladen. Also das war so die Anfangszeit. Und dann war ja schon die Frage, die Familie ist mitgekommen. Kümmere ich mich um eine neue Aufgabe, die wieder dann mit Umzug und ein ähnliche Dinge so zur Folge hatten. Und das kam auch nicht in Frage, weil ich erstmal die Zeit dann in Bochum und die Zeit vorher in Hoffenheim, es waren ja 8 Jahre am Stück, musste ich erstmal ein bisschen so verarbeiten. Ja, und im Anschluss habe ich mich dann viel mit Fußball beschäftigt, aber auch mit Themen, die ich schon länger als problematisch so im Fußball gesehen habe. Und daraus sind dann wieder neue Gedanken entstanden, die ich Gott sei Dank durch die Phase auch mal ohne Druck, dass ich mich damit beschäftigen durfte. Magst du uns da ein bisschen mit reinnehmen, welche Themen dich so beschäftigt haben?
Also immer so zwei, einerseits die Fußballentwicklung, also dieses aktive Spiel im Spiel gegen den Ball und mit dem Ball. Das war so das eine. Und dass ich mich mit dem Wirken von Guardiola vor allem beschäftigt habe in Bayern, vor allem auf 3 Jahre gesehen. Also weil er als einziger so ein abgeschlossenes 3-Jahres-Projekt gemacht hat. Und das hat mich doch sehr fasziniert, ja, weil die meisten Trainer und Verantwortlichen ja höchstens so eine Haltbarkeit von einem Jahr haben und selten über eine stabile Entwicklung so hinauskommen, was ziemlich schade ist. Und das Zweite war, dass ich gemerkt habe, so dass das System der Zertifizierung, da durfte ich ja in Hannover auch die erste Zertifizierung leiten für den Verein, das gab es ja damals noch nicht, so alles von der Pike auf zu machen, also Ordner erstellen, Spielphilosophie Entwicklung, eine Mission des Vereins und so weiter. Und diese Entwicklung habe ich dann vor 3, 4 Jahren eher als sehr hinderlich so empfunden, was die Entwicklung der Spieler betrifft, weil es total taktikorientiert war, formalisiert, standardisiert und total ergebnisorientiert. Und eigentlich wusste man sehr genau, warum nicht mehr Spieler auf höherem Niveau durchkommen zu den Profis. Aber irgendwie hat sich das System so verfestigt und ich habe mich irgendwie gefragt, warum ist das eigentlich so? Du hast jetzt schon gesagt, Ergebnisorientierung. Wie bewegst du dich in diesem Spannungsfeld Ergebnis, aber auch Entwicklung? Also von Hause aus habe ich eigentlich so eine integrierte Sichtweise. Also nicht von einem Extrem ins andere fallen, sondern total ergebnisorientiert und dann auf der anderen Seite jetzt alles total umkrempeln, sondern in Richtung Entwicklung zu gehen, wenn man diese beiden Pole so sieht. Sondern ich bin eher dafür, eine gesunde Mitte zu finden. Also die Verrückung, die vielleicht in Richtung Ergebnis passiert ist, wieder mehr in die Mitte zu holen, dass mehr Spiel und Spielraum für Spieler entsteht und auch eine nachhaltigere Entwicklung. Du hast das Wort Spiel jetzt genannt. Was genau macht für dich das Spiel aus? Naja, Spiel hat was mit Leidenschaft, mit Emotionen, mit Spielen wollen, also alles das, was man unter der Emotionalität des Spiels irgendwie versteht. Spieler fühlen sich auch frei von erzwungenen Maßstäben und Regeln und sind meistens in einem überschaubaren System, in dem sie ihrer Spiellust und dem Wille zur und Lust an Leistung agieren, aber nicht so sehr in dieses System reingepresst werden, um jetzt spielen zu müssen. Und das ist mir schon ziemlich arg jetzt klar geworden, so in den letzten 10 Jahren, wie das System so angelegt ist. Und Spielen hat halt viel mit Spiellust, mit Leidenschaft, einfach an so kleinen Gewinnerverhaltensmomenten von Spielern zu tun, wenn der Ball verloren wird, zum Beispiel, dass einfach der Wille da ist, den wieder zurückzuholen und die Leidenschaft. Und dann stehen die Zuschauer auf und sind begeistert von diesem Überschwang, der rüberkommt. Man hat das Gefühl, dass Spieler eben unter dem Leisten müssen so sich unheimlichen Kopf machen und immer drüber nachdenken, macht das, was ich jetzt mache, ist das taktisch richtig und bin ich damit vielleicht als nächstes draußen oder nicht oder muss ich das machen? Aber so, dass das, was für mich eigentlich Spiel ausmacht und die Lust am Fußballspiel, das sind andere Dinge als zu müssen. Du hast jetzt gesagt, die 3 Jahre Guardiola hast du mitgenommen. Wie würdest du Stand heute deine Spielphilosophie charakterisieren? Die würde ich genauso charakterisieren wie eben bei den beiden Polen, dass ich sehr großes Glück gehabt habe, in meinem Trainersein erstmal so ein Grundsetting in Hoffenheim zu bekommen, über Ralf Rangnick und Helmut Groß, der zu der Zeit unser Mentor war, im Spiel gegen den Ball. Alles, was das aggressive Vorwärtsverteidigen betrifft, was die Prinzipien dazu, auch die Ergebnisentwicklung darüber. Nur wir waren irgendwann an einem Punkt, dass die Spieler nicht mehr so zu stimulieren waren damit. Und zu der Zeit war Guardiola bei Bayern, der ganz neue Elemente reingebracht hat. Und auch Bernhard Peters, der uns nochmal im Offensivspiel nochmal ganz andere Dinge gelehrt hat.
Und deswegen würde ich mich als integral bezeichnen, aber ähnlich wie die Philosophie des totalen Fußballs vom Spiel gegen den Ball über auch gute Ergebnisse, dass dann auch mehr Selbstvertrauen kommt, ganz komplizierte taktische und Laufwege zusammen und das Kreieren von Torchancen. Also für mich gehört das zusammen, aber der Weg ist vom Spiel gegen den Ball hin zum spielintelligenten Spiel mit dem Ball, mit Positionswechseln, mit Kreieren mehrerer Linien und so weiter. Danke, ja. Wie wichtig sind dir die Umschaltphasen? Ja, die Umschaltphasen entscheiden die Spiele, von daher sind die schon sehr wichtig, also auch da das Tempo zu bekommen. Von daher ja, sind die ein untrennbar zentrales Element, Okay. was dazugehört. Okay, danke. Nun hast du verschiedene Führungsjobs im Fußball erlebt über die Jahre. Wie hat sich deine Rolle als Coach, aber dann auch als Führungsperson in der Organisationsentwicklung, wie hast du dich entwickelt persönlich in diesen Jahren? Also ich glaube, dass man das nicht mehr vergleichen kann zu meinen Anfängen. Ich war sehr geprägt als Spieler, dass man dem Trainer einfach blind gehorcht und der hat, dass man das macht, was er so vorgibt. Aus dieser Zeit entstamme ich und habe auch das von vielen Trainern natürlich auf die Art und Weise auch so beigebracht bekommen und habe so versucht, am Anfang auch über das Gelernte natürlich so an die Mannschaft, an die Spieler ranzugehen. Also ich sag was und der Spieler hat das zu machen, fertig. Also klar vom Befehl und sofort Ausführung. Sehr militärisch und habe mich dann immer gewundert, warum die das nicht so machen. Und das würde ich sagen, das ist wahrscheinlich der größte Schritt, auf Bedürfnisse zuzugehen, versuchen, den Mensch als Individuum zu sehen und versuchen, da eine Formation und auch ein Setting zu finden, in dem derjenige sein Potenzial entfalten kann. Und auch vom Umgang her, wenn man sich auch verabschiedet, das würdig verabschieden und nicht nur bringt mir das oder bringt mir das nichts. Also da ist eine große Wandlung im vor allem im Umgang mit Menschen so passiert, würde ich sagen. Du hast jetzt gesagt, bringt mir das oder bringt mir das nichts. Welche neue Haltung ist da für dich entstanden jetzt? Naja, erstmal dem anderen, dem Spieler. Also ich kann es an einem Beispiel sagen. Also am Anfang hatte ich ja große Probleme, so in der, wahrscheinlich wie jeder, der jetzt anfängt, so die erste Mannschaft, die er macht. Und ich hatte Gott sei Dank mit Bernhard Peters jemand, der mir dann irgendwann mal gesagt hat, nicht die Spieler sind verantwortlich, den ersten Schritt auf dich zuzumachen, sondern du bist verantwortlich. Das war für mich erstmal ein krasser Wechsel des Geschehens. Und je mehr ich das praktiziert habe und je mehr das Teil von mir wurde, umso mehr hat sich das Verhalten auch gewandelt. Und jetzt glaube ich, der Trainer ist älter, weiser, hat viel mehr erlebt als seine Spieler und er ist eben verantwortlich für den ersten Schritt und begibt sich damit natürlich auch auf Augenhöhe. Ja? Vielleicht auch erstmal die Situation wahrnehmen, bevor ich dann in eine Bewertung reingehe. Und das sind viele Kleinigkeiten, die ich im Laufe der Jahre jetzt gesammelt habe, die ganz praktikable Schritte dafür sind, dass sich da was verändert. Ohne aber auch im Leistungsbereich natürlich Leistung einzufordern. Und ja, den Job so auszuführen, dass du möglichst gute Ergebnisse auch erzielst. Je besser deine Jobs du ausführst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch gute Resultate machst. Okay, du hast jetzt genannt Augenhöhe, wahrnehmen, vorbewerten, erster Schritt machen. Sind das Prinzipien, die du für dich entwickelt hast aus deiner Karriere bis jetzt? Ja, würde ich sagen. Die drei, gibt's noch weitere oder? Nee, da gibt es noch ungefähr 10 Prinzipien, bei denen ich mich immer auch versuche zu reflektieren, inwieweit
inwieweit ja, ist das stimmig? Ja, oder inwieweit bin ich wieder in alte Muster auch zurückgefallen? Weil es ja gerade dann, wenn Ergebnisse nicht passen oder ein Spieler hat dich irgendwie enttäuscht, dann ist es natürlich sehr schwierig, nicht ins alte Muster zurückzufallen und nicht Schuldige zu suchen. Wenn wir jetzt schon bei diesen Prinzipien sind, wie fühlt sich für dich aufrichtige Wertschätzung an? Auch, also sowohl wenn du sie bekommst, als auch wenn du sie gibst? Naja, ich würde das erstmal, glaube ich, so definieren, dass sich jemand Zeit für dich nimmt und aufrichtig Zeit und sich Mühe gibt, dich erstmal so zu nehmen, wie du bist. Ganz unvoreingenommen. Und nicht erstmal eine Weise vornimmt, dass man den anderen doch so verändern möchte, wie man es gern hätte. Und ich glaube, dass kann man durch Worte machen, aber es ist natürlich viel mehr als in der nonverbalen Kommunikation. Und ich glaube, dass das eins der schwierigsten Dinge ist, auch im stressigen Traineralltag oder überhaupt, sich diese konzentrierte Aufmerksamkeit für jemanden zu nehmen und sich auf den sozusagen seinen Pulsschlag anzunehmen. Und wenn das gelingt, diese Erfahrung habe ich die letzten 10 Jahre eigentlich durchgängig gemacht, dann ergibt sich automatisch eine andere Schwingung zwischen den beiden. Zwischen dir und dem Spieler oder zwischen dir und einem anderen Mensch oder zwischen dir und dem gesamten Team natürlich auch. Und das kann ja auch dann mal ein Spannungsfeld sein, wenn du jetzt sagst, manchmal ist es ja zum Beispiel ein Spieler kommt in eine Position ein und du möchtest ihn ja in seiner Verhaltensweise als Spieler verändern, damit er diese Position vielleicht anders erfüllen kann. Wie betrachtest du dieses Spannungsfeld dann zwischen Spieler, Mensch, Begegnung? Da würde ich auch definieren, zwischen ein Trainer beeinflusst immer und ich glaube, er muss auch beeinflussen im Sinne des Ganzen, um versuchen, dass ein höheres Niveau erreicht wird. Die Grenze dabei ist, dass man jemand manipuliert. Also insoweit manipuliert, dass er kurzfristig durchs Feuer geht, um kurzfristig Ergebnisse und man ihn emotional so manipuliert oder auch durch Befehl manipuliert, dass er das dann tut. Das ist ein großer Unterschied. Ne? Also die Hilfe zum Selbstwollen. Ne? Auch wenn vielleicht ein jüngerer Mensch das nicht direkt so sehen kann. Ne? Weil ich wäre jetzt 45, wenn ich mit einer U19 arbeite, dann ist da 26 Jahre Unterschied dazwischen. Also das muss sich in der Reife dann auch bemerkbar machen. Okay, danke. Nun sind ja mit dem Anfang der Corona-Zeit ist die Changemaker Stage so ins Leben gekommen. Und der erste Satz, den ich damals gelesen habe bei der ersten Infoveranstaltung, die du veranstaltet hast, war: Mein Herzensthema aufschreiben. Was ist dein Herzensthema? Ja, Herzensthema ist schon, wie könnte es in 5 Jahren sein? Und immer mehr versuchen, anderen Menschen in ihrer Ressource zu verhelfen. Und wie genau hat die Changemaker Stage quasi dazu beigetragen? Naja, wir waren inspiriert durch TED Talk oder durch Gedankentanken und in den Monaten vorher haben wir ja auch Leute versucht zusammenzubringen, die auch Neues entwickeln wollen und Inspirationsmöglichkeiten dafür brauchen, die sie vielleicht innerhalb des Vereins nicht unbedingt haben, sondern irgendwo da in ihrem Feld irgendwo drinne sind. Und die Idee war, die Leute so zusammenzubringen. Und in der Persönlichkeitsentwicklung, mit der wir uns beschäftigt haben, bedeutet das auch, wenn man klar ist mit sich selber und diese Klarheit auch äußern kann in einem knappen Rahmen, ist man stärker für sich. Und das sendet man dann auch aus, als Spieler wie auch als Trainer. Und diese Entwicklung bei vielen ist ganz toll zu sehen, sobald die klar mit sich sind, für was brennen sie eigentlich und für was stehen sie,
Da gehen sie mit einer ganz anderen Haltung raus. Und das war eigentlich die Idee von der Changemaker Stage. Jungen oder sozusagen Leuten, die einen Unterschied machen wollen, die Zukunft gestalten wollen, dass die erstmal klar mit sich innen werden, mit welchen Worten kann das beschrieben werden und für was stehen sie eigentlich. Und das ist jetzt so im Nachgang toll zu beobachten, dass dann immer weitere Sachen daraus passieren. Ja, die ziehen ganz andere Dinge an. Was meinst du mit Dinge anziehen? Naja, wenn man klar mit sich ist, glaube ich, also ich glaube, eine Führungskraft jetzt als Trainer ist immer sehr wichtig, dass man klar mit sich ist. Also dass man eine klare Idee hat, dass man für etwas steht, ja? Dass die Spieler wissen, für was brennst du, was geht in deiner Gruppe und was nicht, also dieser verlässliche Rahmen. Und je klarer das ist, umso mehr Orientierung bist du für deine Gruppe und je natürlicher folgt dir auch eine Mannschaft oder ein Spieler, weil er ja seine Karriere in deine Hände legt. Und dafür ist es wichtig, dass die Führungsperson klar ist und diese Klarheit überträgt sich in die Mannschaft. Und auch aus meiner, wenn ich so reflektiere, aus meiner Trainerzeit und Spielerzeit, dann hat es meistens weniger funktioniert, wenn Trainer eben nicht klar waren. Wenn sie heute mal in diese Richtung und morgen in diese, sondern jeder hat ja bestimmte Talente, jeder hat eine gewisse Einzigartigkeit, auch als Coach. Und das gilt eben in dieser Stärke zu bleiben und klar mit sich zu sein. Und wenn jetzt dein Speaker am Sonntagabend dann vorgestellt hat, welchen Prozess hat er vorher durchlaufen, bevor er wirklich auf der Stage dann auch steht? Ja, der Anfang war eben der Gedanke der Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben vorher einen Prozess von vorgeschaltet, der so drei Teile hatte. Einerseits erstmal zu erklären, um was geht's. Dann durften die Speaker, die mitmachen wollten oder die Leute, ihre Herzensthemen entwickeln. Maximale Redezeit war 14 Minuten, auch eine Verknappung. Dann gab es einen Probevortrag, in dem dann mit uns zusammen, in dem wir uns dann voll darauf eingelassen haben, nochmal gefeedbackt oder nochmal miteinander darüber gesprochen, bis irgendwann dieser, so ein bisschen wie beim Diamantenschleifen, bis es dann irgendwann so weit war, dass die Sonntagsbühne dann dafür kreiert wurde. Und die Anfangsidee von der Sonntagsbühne war eigentlich nur, nochmal mehr Menschen zusammenzuholen, damit der Speaker in noch in eine höhere Energieform reinkommt. Weil nichts ist so krass, wie wenn du dein Herzensthema auch vor anderen erzählst, das erzeugt automatisch eine andere Spannung bei dir. Ja. Und diese sozusagen, das ist ja eine indirekte Führungsform, also nicht direkt, du machst das so und so, sondern eher indirekt, in dem ein System gebaut wurde, in dem Persönlichkeitsentwicklung per se funktioniert. Ja, danke für die Ausführung, Jens. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung ja bestätigen, weil ich ja diesen Prozess auch durchlaufen bin und zwei Beiträge hatte bei der Changemaker Stage und deswegen sehr deutlich das unterstreichen darf, dass dieser Prozess extrem zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Festigung und dass die Menschen im Call, es waren dann up to 60, ich glaube 50, 60 Leute waren zum Teil in den Höhepunkten da, extrem auch was mit dir machen und mit deiner Energie und das kann ich nur so unterstreichen. Also da auch danke für diese Chance und für diese Bühne, weil die sehr, sehr wertvoll ist für einen jungen Menschen, aber auch für jeden Menschen, der sich gerade auch findet oder auch finden möchte. Nun hast du es ja gesagt, wir schreiben unser Herzensthema auf. Du hättest ja jetzt auch sagen können, ja, sucht euch ein Thema und redet dazu. Wieso Herzensthema? Naja, das könnte man aus verschiedenen Richtungen jetzt beleuchten. Wir sind ja sehr in der, durch die Taktikorientierung und viel Lernen sind wir sehr kopfgesteuert und, sage ich mal, weniger das, was Spiel und die intrinsische Motivation so ausmacht. Und das war so ein Aspekt.
Und ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch einzigartig ist und auch etwas in sich hat, für das er brennt. Das kann sich auch im Laufe der Jahrzehnte dann auch ändern oder der Jahre, dass es auch andere Themen gibt, für die man brennt. Aber es ist wichtig, klar mit sich zu sein. Und das habe ich bei Spielern häufig erlebt, wenn die ihre Position oder ihr Herz so gefunden haben, für was sie brennen, zum Beispiel ein Stürmer, der nie vorne spielen durfte, dass dann mehr passiert ist in der Entwicklung als mit vielen Trainingseinheiten, mit vielen Übungen, die wir gemacht haben. Also wäre die erste Frage, ja, für was brennst du eigentlich? Wo siehst du dich? Und wenn das stimmig ist, dann wird so ein von Selbstwachstum freigesetzt. Und viele haben sich diese Frage noch gar nicht gestellt und wir haben versucht, jetzt einfach nur den Rahmen dafür zu bauen. Und das ist auch ein Thema, was mich total interessiert, so Systeme und Organisationen zu entwickeln, in dem dieses Wachstum freigesetzt werden kann. Als Trainer, wie aber auch in anderer Funktion. Sei nicht gleich. Was wäre deine Vision von einem System oder einer Struktur, die so etwas möglich macht? Wie wird das für dich dann aussehen? In dem Strukturen und Formate entwickelt werden, die Spielen ermöglichen und die Beziehungen und Partizipation am Lernen entwickeln. Also nicht der Lehrer steht vorne oder der Trainer und erzählt dir, wie es geht, sondern es ist ja jetzt auch hier ein Format, wo sozusagen du auf die Bühne gegangen bist und du durftest deine Erfahrungen damit sammeln und durftest auch das selbst erleben, was da ist. Und ich glaube, man braucht einfach im Leben auch so, wie ich von Hannover erzählt habe, das war auch eine Bühne für mich, mich da finden zu dürfen, ins Ausland zu reisen oder Vereine besuchen zu dürfen. Und da war jemand, der gesagt hat, ja, ich unterstütze dich, mach mal. Und das gab so ein Wachstum bei mir, dass mir das auch jemand zugetraut hat. Und ich glaube, da ist schon ein Schlüssel dahinter. Und kann auch sein, dass auf der Bühne halt jetzt ein Beitrag irgendwie voll daneben geht oder so, aber dieses Fehler machen dürfen gehört eben dazu. Und man braucht halt jemand, der an einen glaubt. Ne? Wie ist deine Perspektive auf Fehler? Also wenn ich natürlich ganz ruhig bin, dann ist die total positiv, dass Fehler dazugehören. Wenn man mittendrin ist und Fehler können dir vielleicht kurzfristig auf das Genick brechen, dann ist das ein großes Spannungsfeld, mit dem ich mich immer noch rumschlage. Und bei anderen bin ich toleranter als bei mir selber. Magst du da vielleicht dann auch auf die, du hattest bei deinem Changemaker-Beitrag zum blinden Fleck, warst du auf drei Feinde eingegangen im eigenen Kopf. Vielleicht magst du da kurz drauf eingehen und das erklären. Ja, auch da in der Beschäftigung, wir hatten ja auch häufiger darüber geredet, war immer so die Rede von, du musst open-minded sein. Also du musst offen im Kopf sein, für neue Dinge zu lernen, aber es ist eben alles mit dem Kopf. Und der Mensch hat halt ja noch mehr. Also er hat auch ein Herz, also und auch vielleicht Hände, die es umsetzen. Also musst du offen sein in verschiedenen Richtungen. Und da bin ich innerhalb eines Kurses so drauf gestoßen und das hat mich so gepackt. Also du musst open-minded sein, du musst auch open-hearted sein mit einem offenen Herz. Ja, und damit ganzheitliche Entwicklung passiert. Ja, und alle diese Sachen haben natürlich auch Feinde. Also im Kopf Stimmen, die das verhindern. Ne? Also wenn man so will, open-minded, kann die Angst auch eine große Rolle spielen. Also jeder hat ja so eine Stimme der Angst in sich. Du machst etwas Neues und bist open-minded, aber die Angst kann dich irgendwie zurückhalten. Und bei open-hearted geht es ja viel, dass du offenen Herzens deinen Spielern gegenüber trittst. Und Zynismus zum Beispiel ist ein ganz krasser Punkt, in der eine Distanz aufbaut, ja, zwischen dir und einem anderen, indem du zynisch dich vielleicht über ihn stellst und so weiter. Und
eigentlich ist jegliche Form von Distanzierung so fehl am Platze. Klopp sagt ja auch, du musst deine Spieler lieben. Also diese Distanz überwinden, obwohl du der Trainer bist. Du hast jetzt gesprochen vom Open Mindset. Und da gibt es ja auch das Buch von Carol Dweck with Growth Mindset. Was ist nochmal der Unterschied bei dir zwischen Open and Growth Mindset? Das ist, glaube ich, jetzt nur ein Wortspiel, eine Frage. Dass ich finde, dieses Growth da drin drückt eben was Wachsendes aus. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, open-minded, dann ist das erstmal ein aktueller Zustand, der nicht in die Zukunft so geleitet ist. Von daher finde ich die Bezeichnung Growth Mindset, wenn man jetzt den Zusatz hätte, dafür müsstest du open-minded, open-hearted sein, ja, dann würde es wahrscheinlich so in der Doppeldeutigkeit dann zueinander passen. Okay. Und da, wo du vorgetragen hast, dann ja auch auf der Stage, hast du den blinden Fleck angesprochen. Was verstehst du unter dem blinden Fleck? Ich habe gemerkt, je mehr Vorträge ich halte, also zum Beispiel, ich war früher ja sehr viel auf Befehl und Ausführung und wahrscheinlich Defizite im Open-Hearted sein. Ja, und dass so eine Vorträge aktivieren bei mir immer so ein Spiegelprinzip, dass ich vielleicht mich ein bisschen da so mit beschäftige, meine eigene Zone zu erweitern. Und da würde ich sagen, das ist, weil ja im Moment viele Beziehungsthemen bei mir eine Rolle spielen, also dass ohne Beziehung zu einem Spieler oder auf Augenhöhe gar keine Entwicklung beim anderen möglich ist. Dass du gar nicht was aktivieren kannst bei dem, wenn du nicht eine gute Beziehung hast. Und deswegen glaube ich, so wenn ich reinhöre in mich, ist das, was ich nach außen gebe, einerseits meine Entwicklungszone, ehrlicherweise gesagt, und gleichzeitig natürlich auch mein blinder Fleck. Ja, sagen, okay, da ist wahrscheinlich auch die schwächste Seite von den vielen Dingen. Du hast da in dem Zusammenhang mit der Umkehrung des Beobachtungsstrahls gesprochen. Mhm. Das Bild erläutern? Naja, bei einem Growth Mindset, so wie du es eben beschrieben hast, guckst du ja immer nach vorne und in die Zukunft. Und seltenst nehmen wir uns Zeit, dann sagen, okay, wir wollen nach vorne, aber wir müssen uns vielleicht den Beobachtungsstrahl, den wir in die Zukunft lenken, auch erstmal in den Moment in uns selber zurück lenken. Was treibt uns denn an? Aus welcher Quelle wird denn das irgendwie gespeist? Und ich glaube, gut, ich hatte jetzt ja relativ viel Zeit dazu, nach der Freistellung in Bochum, dass das ganz wichtig ist, den Beobachtungsstrahl umzukehren in sich selber hinein. Für was brennst du eigentlich? Sind die Dinge, die du vielleicht nach außen gibst, aus welcher Quelle kommen die denn? Weil du hast ja eine hohe Verantwortung. Jetzt nehmen wir mal an, auf so einer Bühne geht es ja nicht darum, mich besonders gut darzustellen, sondern für das, von dem ich total innere Überzeugungen habe. Nur das, was ich darstelle, hat gleichzeitig aber natürlich auch die Schattenseite in sich. Schattenseite ist ein gutes Wort. Wäre das dann für dich quasi Schattenarbeit, sich mit dem blinden Fleck zu beschäftigen? Das ist Schattenarbeit, aber auch vielleicht eine Grenze, die eine persönliche Grenze, die aktuell da ist, die vielleicht Erweiterung sucht, aber auch vielleicht sich zu sehr darauf aufzuhalten, zum Beispiel jetzt, wenn man, nehmen wir mal an, das beste Beispiel ist ja Jürgen Klopp, der charismatisch und so. Und man möchte eben vielleicht auch so sein. Ja, und dass man vielleicht da dann vielleicht in eine Kopie von irgendjemand reingeht. Also ich glaube fest dran, dass man die Stärke gleichzeitig eine Schwäche und umgekehrt sein kann. Und es ist wichtig, sich selbst seiner bewusst zu sein. Und daraus kann man dann Stück für Stück seine Grenzen auch erweitern. Aber man kann nicht von heute auf morgen wie jemand anders sein, der gerade hip und en vogue ist.
Okay, danke. Vor ein bisschen länger als einem Jahr haben wir damals in Leipzig so einen ersten Workshop gestartet. Und das haben wir damals noch genannt Trainer im Aufbruch. Das war abgeleitet von einer Sache, wo du mal beim Kurs warst von Schule im Aufbruch. Wie sieht deine Vision aus, Schule, Verein, Fußball zu kombinieren? Ja, das ist auch tiefschichtiger. Ich glaube, wenn wir mehr kreative Spieler brauchen und mehr kreative Persönlichkeiten auch bei dem gesellschaftlichen Wandel, der sich so zeigt und vielleicht in Zukunft, was für Kompetenzen brauchst du denn für junge Menschen, um in der Zukunft klarzukommen, dann ist, glaube ich, schon Gemeinsinn, Verantwortungsübernahme, Kreativität auch in unsicheren Zeiten gut zurechtzukommen, haben wir jetzt ja in Corona-Zeiten auch gesehen. Dasselbe betrifft dann natürlich die jungen Fußballer auch. Und da ist schon eine erste Frage, ob unser Schulsystem aus einem Fächerkorsett, erste Stunde Mathe, zweite Stunde Deutsch und dann bis 16 Uhr Unterricht, dann Schultasche packen, ein Pausenbrot, eine Stunde zum Training fahren und irgendwann abends mit dem Leistungsdruck, der vielleicht dann schon mit 15, 16 da ist, um 10 Uhr nach Hause zu kommen. Ob das so die Fähigkeiten der Zukunft entwickelt, das wage ich zu bezweifeln. Also mehr Spielraum würde auch bedeuten, Schule anders zu machen in Kombination mit Fußball und auch vielleicht auch weniger Schule. Und damit dieses, was Spiel und Kreativität betrifft, auch deutlich mehr rauskommen kann. Und du hast ja am Anfang auch die Familie sehr betont, die auch für dich wichtig ist. Wie würdest du das auch familienfreundlich gestalten wollen? Ja, auch da glaube ich, dass die Zeiten für, also nehmen wir mal an, ich habe mir ja die Frage gestellt, im Nachwuchsleistungszentrum haben wir ja ganz viele Trainer, Kollegen, die sehr gut sind, aber die so ein Alter haben, ich würde die mal sagen, zwischen 23 und 33 so ungefähr, nicht verheiratet, keine Kinder, auf dem Weg nach oben, um vielleicht den Ruhm des Profisports irgendwo mitzunehmen und sehr schnell viel Geld zu verdienen. Und so ist das System auch gebaut. Und es ist nicht gebaut dafür, dass ein erfahrener Mensch, der vielleicht seine Wurzeln gefunden hat, da vor Ort und ja, vielleicht mitten im Leben steht, der auch verheiratet ist, Kinder hat, der Verantwortungsübernahme lebt, dass da gar kein Platz ist in einem NLZ. Auch aus Gehaltsgründen, aber das sehe ich nicht so, als wohl sogar aus Zeitengründen. Also ein Familienvater als Jugendtrainer, der jeden Abend um 9 Uhr nach Hause kommt, der kriegt ja vom Familienleben auch 0,0 mit und muss sich irgendwann entscheiden. Und deswegen sind auch die Arbeitszeiten, glaube ich, ein zentrales Problem. Also vielleicht ist es auch so möglich, wie in Holland das zu organisieren, dass du eben um 18 oder 19 Uhr schon fertig bist, weil du dann eben noch was vielleicht zum Abendessen mit der Familie, du siehst deine Kinder nochmal. Und das ist, glaube ich, im aktuellen Design der Organisation nicht möglich. Und da würden wir ja von einem richtigen Kulturwandel sprechen. Wie sähe dann dieser Wandel aus für dich? Na, der sehe erstmal im Umgang, also dass das System so gebaut ist, dass es nicht so sehr auf den Trainer als zentrale Quelle, der sozusagen über Gut und Böse entscheidet, sondern Teamstrukturen auf allen Ebenen zu bauen, die mehr Spielraum ermöglichen in den Zeiten oder auch in der ganzheitlichen Gestaltung aus Fußball und Schule gemeinsam, damit diese Entwicklung gelingt. Und wenn du jetzt Schule betrachtest, du bist ja selber auch zur Schule gegangen und da gibt es jetzt auch neue Strömungen von Schule. Wie würdest du, du hast ja gerade schon auch das Beispiel mit dem Stundenplan gesagt, wie würdest du Schule gestalten dann? Naja,
Gut, da bin ich jetzt nicht so der Experte drin, weil ich ja weder eine Lehrerausbildung habe, sondern eher mich das jetzt sehr interessiert hat, wie sind neue Systeme gebaut, die auf Bildung agieren. Und da bin ich doch schlauer geworden, dass der Schulleiter jeder Schule doch eine Menge Einfluss hat und die Schule auch vom Curriculum her umdesignen kann. Also in einige Schulen der Zukunft oder Thema Schule im Aufbruch, die das ja ganzheitlich auch vorgenommen haben und damit persönlichkeitsentwicklungsmäßig und auch bildungsmäßig große Fortschritte erzielt haben, indem sie den Unterricht umorganisiert haben. Stichwort also Kompetenzen der Zukunft wie selbstorganisiertes Lernen, Lernen zu handeln, Lernen auch zu sein. Ja, das ist ja auch ein bisschen Changemaker Stage. Also wer bist du eigentlich? Und du bist eben nicht immer ein Befehlsempfänger, der im Klassenraum sitzt und jetzt trichtermäßig Mathematik übergestülpt kriegt, wo er in 6 Wochen dann einen Test drüber machen muss und was er später in seinem Leben überhaupt nicht mehr weiß. Also es geht um andere Kompetenzen, die da ein bisschen verschütt gegangen sind, wie Herausforderungen anzunehmen, mutig sein. Es geht um Verantwortungsübernahme, es geht um sich selbst entdecken, ne? Und auch Mathematik zum Beispiel im gesamten Kontext zu lernen, nicht nur als Einzelfach für sich, sondern ein integratives Wissen, wie ist ein Auto gebaut oder in der Richtung. Und ich glaube, dieselben Kompetenzen brauchst du als Fußballspieler letztendlich auch. Aber du kannst nicht bis 16 Uhr beschult werden und dann sollst du plötzlich von 17 bis 18 Uhr im Verein plötzlich kreativ sein. Das wird schwer funktionieren, wenn das Kind oder die Jugendlichen eben so aufgewachsen sind. Da ist ein Zitat, das du von einer Lehrerin, von einem TED-Talk genommen hast und was dich sehr inspiriert hast, wie du es gesagt hast, von Rita Pearson. Ich bin jemand, als ich hierher kam und ich werde ein besserer jemand sein, wenn ich hier weggehe. Ich verdiene das Training und ich werde es weit bringen und andere Menschen beeindrucken. Wieso dieses Zitat? Also da ging es ja in dem TED-Talk darum, eine Lehrerin, die seit 40 Jahren in der Schule arbeitet, hat eine ganz akademisch schwache Klasse gehabt und hat sich gefragt, wie kann ich die von A nach B bringen in einem Jahr? Und sie hat festgestellt, okay, wenn es halt nicht so läuft in der Schule, dann hast du meist ein Umfeld, das dir das jeden Tag auch reinsagt. Und die Noten, die du bekommst, machen dich natürlich auch fertig, wenn du immer eine 6 bekommst. Und das klappt eben nicht so. Und sie hat dann irgendwann ihre Haltung komplett verändert, hat die von der positiven Seite aus gesehen und hat dieses ich bin jemand. Also ich bin nicht nur jemand, der eine 6 schreibt, sondern ich bin jemand. Und je mehr sie das gemacht hat, umso Stück für Stück ist das auch zum Teil von ihr geworden. Also die Menschen so anzugucken, dass sie jemand sind und die diese Schule verdienen oder das Training. Und wie häufig haben wir das auch als Trainer, dass wir einfach jemand abstempeln und der als niemand dann rausgeht. Also das ist für mich auch ein Stück neue Haltung, die man Stück für Stück auch zum Teil von sich machen kann. Das hat mich beeindruckt dabei. Und du hast jetzt ja auch gerade gesprochen als Trainer. Wie hat sich das auch auf dein komplettes Leben ausgewirkt? Was sind deine zentralen Lebensprinzipien heute? Gute Frage. Na, ich würde sagen, die große Linie zu verfolgen und der auch treu zu bleiben, aber auch immer offen zu sein für den Moment. Kannst du uns mitnehmen? Was ist die große Linie für dich? Hey, für das ich brenne. Das ist die große Linie. Ne? Das ist schon Fußball, was ich gesagt habe, dieser aktive Fußball auch. Neues zu gestalten,
mitzuhelfen, Menschen in, dass sie in ihre Ressource kommen. Und gut, ich bin jetzt auch schon länger so im Fußball dabei, dass das auch auf vielen Ecken, dass ich sehe, dass natürlich da ein paar Samen auf den Boden gefallen sind. So, ja, dass ich ja da im Rückspiegel sieht man das ja häufiger dann, dass sich dann auch ein paar Dinge dann auch zum Positiven gewandelt haben. Gesagt, Samen auf den Boden gefallen. Was soll denn aus diesen Samen werden? Na, sie selbst. Ja. Also nicht, wie ich es gern hätte, sondern eigentlich sie selbst. Da ist ein weiteres Zitat von Rita Pearson. Sie sagt im Laufe des TED Talks, wenn du es oft genug sagst, fängt es an, ein Teil von dir zu werden. Was fühlst du dabei? Na, ich glaube, dass wir alle einen Werdegang haben, der uns geprägt hat, also unsere Biografielinie. Und die kann mit Erkenntnis auch vielleicht nicht die Richtung sein, in die man weiter gerne gehen möchte. Aber eigentlich ist der ganze Körper so drauf programmiert. Und ich glaube, dass je häufiger man das übt und auch macht, der Mensch ist ja wirklich sehr lernfähig, dass das ein Teil von dir wird. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass Wandlung bei sich selber auch möglich ist zum Positiven. Aber es geht auch nicht von selbst. Also es muss ein Teil von dir werden. Du hast gesagt, Öffnung des Denkens, des Herzens, des Willens. Warum dieser Dreisatz? Na, das gehört für mich gehört das zusammen. Also open-minded alleine reicht noch nicht, um etwas dann wirklich umzusetzen, sondern du brauchst auch den Willen dazu, also die Hand sozusagen, die es umsetzt. Und genauso, wenn du open-hearted, habe ich auch erklärt, dass wenn du halt sehr verschlossen bist und dann, glaube ich, erreicht man den anderen auch nicht. Wie würdest du dann in dem Zusammenhang Erfolg definieren? Na, Erfolg hat für mich zwei Boxen, so habe ich das ja immer dargestellt. Das eine ist so die rationalen Faktoren wie Ergebnis, Tabelle, Marktwert, alles, was in der Excel-Liste oder in Infrastruktur, Dingen, Gebäude, Anzahl und so weiter zu messen ist. Und das andere ist Box B, Persönlichkeiten, die ihre eigene Idee gefunden haben, die sich entwickeln. Ja. Es kann ja auch sein, dass deine Version, deine Vision zur Vision des Spielers wird, in dem das gleich ist. Oder des Mitarbeiters oder wie auch immer, dass die identisch ist. Und dass die beiden Ebenen, die gibt es. Ja? Also das heißt, die Erfolgsebene Persönlichkeit und die Erfolgsebene rationale Zahlen, in dem das auch rational messbar ist. Und die müssen in Einklang sein. Aber ich glaube jetzt, dass es immer von Persönlichkeit zu Ergebnis geht und nicht von, du legst den ganzen Fokus auf das Messbare und daraus entwickelt sich dann auch Persönlichkeit mit. Da entsteht eher Angst. Du hast jetzt schon gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist für dich die eine Box. Warum ist Coach Education der Schlüssel für dich dann zur Entwicklung einer Kultur? Na, das würde ich jetzt aufs System Fußball beziehen, dass wir viele messbare Sachen haben, also wie Tabellenstände, Wirtschaftszahlen und so weiter und so fort. Und dass der Trainer irgendwo reingeworfen wird und wird dann sozusagen alleine gelassen und macht diese Ergebnisse.
Und selber wird er eigentlich gar nicht unterstützt bei seiner eigenen Entwicklung. Und ich glaube, die Erfahrung habe ich in Hoffenheim machen dürfen und diese Rolle auch ausüben in Bochum, dass da ein wahnsinniger Schlüssel drin ist, weil der Trainer eben die Schlüsselfigur mit seiner Energie, mit seinen Stimuli, die er den Spielern gibt, dass er die entscheidende Person ist in dem jeweiligen Moment, in dem er mit den Spielern zu tun hat. Und der ist so die zentrale Quelle, der entscheidet, wer drinne ist und wer draußen. Und auf den ist alles so zugeschnitten als zentraler Ort des Wissens. Und ich glaube, dass der ja auch Entwicklung braucht. Wie sieht er bestimmte Prozesse, dass er sich auch, ähnlich wie ein Spieler auch, ans Teamgefüge des Vereins eben halten muss. Und dadurch entsteht eine andere Haltung dazu. Ja, also dass eine Orientierungslinie da ist. Und die macht ein Stück weit weniger mächtig. Und dadurch verändert sich was. Wenn aber der Coach Educator für dich ist und auch deine Entwicklung im Blick hat. Ja, dass du merkst, du kannst dem vertrauen und du kannst auch deine eigene Entwicklung als Coach ein bisschen mit ihm verbinden. Wenn das gelingt, dann ist das, glaube ich, der Schlüssel zur Entwicklung der Spielphilosophie, der Entwicklung von Spielern da drinne, aber auch der Schlüssel dann, bessere Ergebnisse nachhaltig zu entwickeln. Und wenn wir jetzt in der heutigen NLZ-Landschaft sind, was wäre dann quasi, wie würdest du diese Stelle beschreiben des Coach Educators? Wäre das eine eigene Stelle für dich? Wäre es etwas Kombiniertes? Wie würdest du es für dich sehen, ja? Ich glaube, das ist eine eigene Stelle, weil die Trainer die wichtigsten Player sind in einem Fußballunternehmen. Es geht immer noch, das Produkt ist Fußball. Und die Identität spiegelt sich wieder. Wie spielen wir gegen den Ball? Wie spielen wir mit dem Ball? Welche Art und Weise des Spiels wird zelebriert? Und das kann auch nur zentral irgendwie mitbegleitet werden. Und da geht es natürlich auch viel um Passung für die Trainer. Und das ist eine eigene Stelle für sich, also sozusagen der Führungskräfteentwickler im Bereich Sport. Und diese Entwicklung nach innen, die gibt es fast gar nicht, weil die meisten Leiter, die angestellt sind, die sind eben für die Spielerakquise zuständig und sollen das andere halt noch ein bisschen mitmachen. Und ich glaube, dass du halt da auch ein spezielles Profil für brauchst, für so jemand. Wie würdest du dein Profil schildern, wenn du jetzt quasi im Verein arbeiten würdest? Na, ich würde sagen, ich bin so ein natürlich Trainer in allen Facetten, aber das könnte auch ein Trainer für die Trainer sein, Trainer für die Organisation oder auch ein Trainer für die Spieler. So eher so, Entwicklungshelfer ist jetzt ein bisschen doof, aber so eine Hilfe zur Entwicklung von Persönlichkeit und von Ergebnis. Okay. Danke, Jan. Mir bleibt immer ein Bild hängen, wenn ich an dich denke. So, das ist so, das verbinde ich direkt. Das Bild der emotionalen Tankstelle. Magst du das erklären? Ja, kann ich erklären. Also, als mein erster Sohn geboren wurde, habe ich ein Buch geschenkt gekriegt. Das hieß Kinder sind wie ein Spiegel. Da war ich, glaube ich, in meinem ersten Trainerjahr auch. Und das hat die Sichtweise total verändert. Ja, da geht es eben darum, okay, wenn jetzt, dass sich Kinder und kleine Kinder eben beschissen verhalten, wenn sie nicht genug Zuwendung bekommen, wenn sozusagen ihr emotionaler Akku, wenn man sich das vorstellt, leer ist. Also dann steckt man um sich, keiner sieht mich, keiner kümmert sich um mich und dann wird man irgendwie zwischenmenschlich doof, weil man ja eben keine Beachtung bekommt. Und sobald man die aber bekommt und der Akku voll ist,
benehmen sich Kinder auch ganz normal und auch zugewandt und ja, und da geht es eben um so Grundprinzipien wie so einfache Dinge, wie man den Akku füllen kann. Also nehmen wir an, ein Spieler im Kader oder das Kind verhält sich doof. Augen- und Blickkontakt zu suchen. Das zweite ist ihm konzentrierte Aufmerksamkeit schenken. Das hatte ich ja eben schon mal. Das füllt den Akku wieder. Ja? Auch eine liebevolle Disziplin, Disziplinierung vorzunehmen. Und dann erst ganz am Ende vielleicht eine Bestrafung, ja, für eine Sache, die passiert ist. Und wenn man jetzt mal weiterdenkt, ich habe es am Anfang nicht so verstanden, wenn der Akku bei allen einigermaßen gefüllt ist, also der Trainer gibt genug Zuwendung und füllt den Akku, dann ist meistens das Klima auch gut in der Mannschaft. Und wir haben es ja, kennst du ja selber auch, wenn der Trainer sich um die Reservisten nicht kümmert und seine gesamte Aufmerksamkeit nur denen schenkt, die gerade jetzt die Tore schießen oder die Ergebnisse bringen, dann entsteht halt ein totales Ungleichgewicht im Kader. Und dafür ist der Trainer, Trainerstab ist dafür eben verantwortlich, dass der Akku von jedem vernünftig gefüllt ist. Und jetzt kann man sich ja ausmalen, wenn du 29 im Kader hast und davon sind dann 18 am Wochenende nicht dabei, das ist natürlich sehr schwer dann. Aber das ist eben für die Balance von allem total wichtig. Und ich finde, mit diesem Bild kann man ganz toll arbeiten und sich fragen halt, okay, ein Spieler verhält sich scheiße, ja, oder auch ist in der Kabine irgendwie schlecht drauf und motzt nur rum, ob er wirklich dann genug Zuwendung bekommt. Weil jeder Spieler hat das Gleiche, er möchte eine bedeutende Rolle haben in der Mannschaft. Und er möchte auch Bedeutung beim Trainer haben, dass er gesehen wird, dass er sein Können zeigen kann. Das sind die Urbedürfnisse, glaube ich, von jedem. Und deswegen ist es wichtig, sagen, okay, was wäre denn, wenn man so eine emotionale Tankstelle-Check macht? Also, und ich glaube, dass damit ein Großteil zwischenmenschlicher Spannung auch weggeht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast jetzt schon angesprochen, große Kader. Manche U19 hat ja 28, 29 Spieler. Wie würdest du die Kader gestalten im NLZ-Bereich, aber auch dann bei den Profis? Ja, du kennst ja meine These, dass ich Teamstrukturen auf allen Ebenen, da wäre ein Teilgebiet davon eine krasse Verknappung der Kader. Trainer, mit denen ich oder wir gesprochen haben in den letzten Monaten, waren immer wieder die gleichen Aussagen. Am besten war es eigentlich, als so viele Spieler verletzt waren und wir so nothing to lose hatten. Also 14 Spieler plus 2, man musste eng zusammenrücken und dann war auch plötzlich gar keiner verletzt. Oder man hatte diese Probleme des Akkus überhaupt nicht, weil ja jeder voll gebraucht wurde. Und wir sind ja gesellschaftlich in der Phase des Überflusses. Ich kann mir alles kaufen, ich kann das bei Amazon auf Knopfdruck bestellen. Und genauso sind auch die Kader und die Staffs der Mannschaften aufgestellt. Und jeder möchte ja, wenn man sich überlegt, jeder möchte seinen Akku gefüllt haben und jeder möchte Beachtung haben, dann ist das gar nicht möglich, weil es gar nicht so viel Arbeit für so viele Menschen gibt. Und deswegen, weil es die Verknappung so wie nach dem Krieg nicht automatisch gibt, müsste man sich die Verknappung verordnen. Und dann glaube ich, dass durch die Anlage eines anderen Systems wieder dass sich dann auch andere Verhaltensweisen an den Tag legen. Als Beispiel hatten wir ja auch mal ein Trainer, der nur 14 Spieler hat, ja, wird ja nicht mit Konkurrenz steuern können. Also er wird das Mittel der Konkurrenz nicht ziehen können. Also er muss ko das Mittel der Kooperation ziehen, weil er darf sich nicht erlauben, auch nur ein Schäfchen zu verlieren. Und dementsprechend sensibel wird er mit allen umgehen. Wenn er aber 28 hat, dann sagt er, okay, du funktionierst nicht, ab, nächster. Also das Verhalten ändert sich, glaube ich, auf allen Ebenen dabei.
Was glaubst du, wie viele Spieler kann ein Trainer so gut im Blick haben? Ich glaube, richtig gut im Blick sind so 18 plus 2. Aber es kommt natürlich darauf an, wenn jetzt Mannschaften Champions League spielen und es gibt genug Spielzeit auch für mehr Spieler, um die Belastung auszusteuern, dann wären das prozentual auch mehr Spieler, weil es genug Spielanteile für alle gibt. Aber ich würde mal sagen, das ist so der Punkt. Ist auch im Übrigen die Zahl, in der früher ja Großfamilien auch zusammen gewohnt haben, unter einem Dach. Okay, magst du uns da kurz mit reinnehmen? Also es gab so Untersuchungen, dass zu wie vielen Personen hat eine Großfamilie früher zusammengelebt? Da waren es auch 18. Wenn Opa, Uropa, dann ist vielleicht jemand gestorben und ein paar Kinder, das waren so auch eine Zahl von 18 ungefähr. okay, spannend. Ich hatte gelesen von Malcolm Gladwell in einem Buch, dass Organisationsentwicklung, man eigentlich immer so sagt, bis 100 geht man. Da kann man so ein kennt jeden so flüchtig und ab 100 muss man die Firma dann auch teilen. Und genau. Genauso in den kleineren Korps, also er hat zum Beispiel auch untersucht, wie es bei Schulklassen ist. Da sagte er, weil ja ganz viele jetzt in diese ganz kleinen Klassen 6 bis 8 gehen, oder halt diese großen 30, so wo man sagt ja immer, jetzt desto weniger, desto besser, weil mein Kind kriegt dann individuelle Förderung. Und er hat dann, so hat erst beschrieben, 12 ist die optimale Zahl, weil dann es eine gute Heterogenität in der Klasse gibt, also Diskussionsstoff und trotzdem noch eine individuelle Betreuung. Ja, er hat auch 12 festgemacht für eine Schulklasse, ja. Ja gut, der Fußball ist ja schon anders strukturiert. Dadurch, dass du ja 11 hast, die spielen, wirst du mit 12 nicht, natürlich nicht hinkommen. Ja. Das ist richtig, ja. Also von daher. Aber ist ja klar, Trainingssteuerung und so weiter, dass ich glaube, dass sich das Verhalten einfach kolossal ändern wird, ja, wenn es knapp ist. Ich meine, ich weiß nicht, das Buch so von Nassim Taleb, das ist ja auch sehr spannend, diese Antifragilität, dass eben Kreativität auch nur aus Notsituationen häufig entsteht. Also indem man sich bewusst selbst in Schwierigkeiten bringt. Und eine Verknappung ist eben eine Schwierigkeit. Wo entsteht Kreativität noch für dich? In bewertungsfreien Räumen. Aber auch durch Notsituationen. Glaube ich. Ja. So nothing to lose Momente, in denen du eben voll gefordert bist. Jens, was ist für dich bodenständige Spiritualität? Ja, Spiritualität ist, würde ich vielleicht das Wort ein bisschen wechseln, weil das ja sehr religiös ist. Manchmal vielleicht sogar eine esoterische Ecke bekommt. Für mich wäre es sogar eher so eine Sinnorientierung. Also, ob ich einem größeren Sinn irgendwie folgend unterwegs bin und ob ich mich damit committe. Und bodenständig, ja, ich würde sagen, bodenständige Sinnorientierung zu klären mit sich selber, dass man eingebettet ist in etwas Größeres, als man selbst ist. Und wenn du jetzt jeden Morgen aufstehst, was treibt dich an? Oh, was treibt mich an? Ich glaube, das bleiben die gleichen Themen, die ich so am Anfang erwähnt habe. Also wie könnte die Zukunft so aussehen? Also deswegen heißt Changemaker ja auch ein bisschen so einen Weg zur Zukunftsgestaltung zu suchen. Aber auch vielleicht auch ein bisschen mit mehr Erkenntnissen, mit mehr Bildung, mit mehr Vernetzung mit anderen, dass man vielleicht die Welt so ein bisschen besseren Ort macht, da wo man gerade wirksam sein kann.
Das kann als Trainer sein, das kann als was auch immer sein. Okay. Was war das prägendste Erlebnis in deinem Leben, Jens? Da fällt mir jetzt nicht ein Ereignis ein. Also ich habe nicht so ein mega, bin im Autounfall jetzt verwickelt gewesen und habe das Leben neu gefunden. Das ist mir nicht passiert. Von daher gibt es nicht so diesen einen Moment. Okay. Gibt es mehrere so Kettenmomente oder? Es gibt schon spezielle Wendepunkte, die es so gegeben hat, erfolgreicher und weniger erfolgreicher Natur. Die hat es aber bei mir, glaube ich, in so 7 bis 10 Jahren rückblickend immer in so Zyklen dann gegeben. Okay. Magst du uns, magst du da ein Beispiel nennen? Fühlst du dich da frei? Ja, auf privater Ebene habe ich ja erst im Leben wahrscheinlich relativ spät meine Frau kennengelernt. Also das sind ja so auch da jetzt nicht wirklich gesucht, aber doch gefunden. Und so ist es jetzt in der Entwicklung als Spieler so gewesen. Also ich war relativ jung, auch ein bisschen erfolgreicher mit Jugendnationalmannschaften. Dann kam so ein krasser Cut. Und es ging nicht weiter und plötzlich aus dem Nichts hat das nochmal totale Fahrt aufgenommen. Und ähnlich war es im Trainersein oder im Weiteren auch. Und in ähnlicher Phase bin ich ja jetzt auch, dass ich nicht genau weiß, wie es so weitergeht. Und ja, man wird sehen. Also es sind immer so, es sind mehrere krasse Momente gewesen, die sich so entwickelt haben. Danke. Also in Rollen, also als Partner, wie auch als in beruflicher Hinsicht. Ja, danke für dieses Bild von dem Rollercoaster, der dann immer mal kurz wieder richtig abgeht. So. Ja. 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 Ja, so zum Abschluss, du hast viel über Augenhöhe gesprochen. Wahrnehmen vor Bewerten. Wie ist das Ganze im Zusammenhang für dich mit Liebe? Oh. Ja, ich glaube, so Augenhöhe kann man schon auch bewusst machen, während ja Liebe einfach ein Gefühl ist, was frei ist von bewussten Dingen. Okay, danke. Ich habe jetzt viele Fragen gestellt. Hast du eine Frage für mich zum Abschluss? Was hat dich so angetrieben, dass du jetzt einen Podcast machst? Was hat mich so angetrieben? Also, da muss ich vielleicht auch ein bisschen zurückgreifen, weil ich gemerkt habe, auch über die Changemaker Stage, auch darüber, dass ich dann nach außen gegangen mit dem, was ich bin, und klar nach außen gegangen und auch nach meiner Zeit in Leipzig, wo ich jetzt den Schritt nach Amerika gemacht habe, gemerkt habe, dass ich einen ganz anderen Blick auf mich selbst bekommen habe. Also quasi diese Umkehrung des Beobachtungsstrahls habe ich einmal gemacht durch einen Kulturwechsel über den Teich hinaus quasi und auch einen Kulturwechsel von Leipzig nach Philadelphia und jetzt auch mit diesem Start dann auch mich da einzubringen in das Changemaker-Projekt. Und es ist immer mehr meine Haltung zu einem Gebenden, Liebenden und auch mit der Hochzeit und mit der Geburt meines Kindes extrem ins Herz gegangen. Und mein Herz liebt Beziehung, beziehungsweise ich lerne durch Beziehung, das merke ich am stärksten. Also ich bin immer dann hellauf begeistert, wenn mir jemand ein Buch empfiehlt, dann lese ich es gerne. Aber
jetzt einfach so irgendwie, das ist nicht so. Aber wenn ich weiß, okay, meinetwegen, du empfiehlst mir ein Buch und du kommst in 2 Wochen vorbei, dann lese ich das auch bis dahin, weil das ist mir wichtig und dann bedeutet es mir was, weil ich da eine Beziehung zu habe und dann können wir darüber sprechen, zum Beispiel. Und das habe ich auch gemerkt, dass der Podcast ein extremes Instrument der Beziehung und dass ich über Beziehungen lerne und ich deswegen ein riesen Lernfeld für mich ist, weil wir quasi in Beziehung sind, in einer sehr extremen Beziehung sind, weil wir damit auch nach außen gehen und trotzdem sind es wir beide. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es gab mal so Helden des Alltags oder es gibt einfach Personen, wo ich sage, die haben so ein Herz, die haben so eine Liebe, die haben so eine Leidenschaft und ich möchte gerne nicht Helfer, aber ich möchte, so wie du auch sagst, einen Rahmen schaffen, in denen diese Personen zum Tragen kommen können. Und da bin ich genauso wie du. Ich bin auch so im Wechsel zwischen Rasen und Organisation. Also es treibt mich beides an. Und der Rasen ist super geil und es fühlt sich überragend an, wenn wir wieder auf den Platz dürfen. Und wenn man einfach diese direkte emotionale Verbindung auch wieder spürt. Und auf der anderen Seite ist es dieses, wie man sagt, Potenzialerweiterer. Also dieses zu sagen, okay, ich schaffe einen Rahmen, wo Potenzial sich entfalten darf. Wo ich mich entfalten darf, weil am Ende mache ich eh immer alles für mich, aber auch die andere Person. Und da gibt es so einen schönen Spruch so, tu was für einen anderen und stärke dich selbst. Und diesen Spruch habe ich verinnerlicht und muss ehrlich sagen, dass mir diese Podcasts so viel Spaß machen. Also du kannst es nicht vorstellen, weil es mir auch nochmal eine ganz andere Sicht des Zuhörens gibt. Das Zuhören ich nochmal tiefer für mich verankere. Und dementsprechend ist der Podcast auch eine Heilung für mich und auch wieder ein total spannendes Medium, wo ich habe immer so viel Podcast gehört, weißt du? Und was ich aber vor 2-3 Monaten gestoppt habe, ist dieses Ganze immer hören, konsumieren, lesen, sondern okay, jetzt ist irgendwann mal Zeit, mal selber zu machen. Und genau diese Zeit ist jetzt. Und warum immer Podcast hören, wenn man es nicht auch selber machen kann? Und das war eigentlich quasi mein Beweggrund dafür. Ja, cool. Also auch eine Inspiration für alle. Sagen nicht nur Kopf aufladen, sondern Hände und selber machen. Genau. Ich schließe jetzt den Podcast immer mit 1 Minute der Stille. Ja. Sodass wir das Ganze einfach nochmal wirken lassen. Und nach der Minute gebe ich dann nochmal kurz an dich, da kannst du nochmal ein paar letzte Worte sagen und dann schließen wir. Sodass jetzt auch jeder, der den jetzt quasi gerade hört im Auto, auch einfach mal 1 Minute das Ganze sacken lässt. Und dann kommen wir zum Ende. Ja, Jens, vielen Dank. Ich spüre eine sehr große Leichtigkeit und ich glaube auch, dass du mit dem Rahmen, den du geschafft hast, den Grundsatz auch für diesen Podcast gelegt hast. Ich spüre eine sehr leichte Dankbarkeit und möchte gerne an dich abgeben für die letzten Worte. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier sein durfte, auch durch die sehr wertschätzenden Fragen, auch mich selber nochmal durch so eine innere Reise der letzten Jahre und Überzeugungen so gelenkt hast. Das finde ich auch ganz toll an der Interviewform, dass man so selber so in sich reinhören kann. Vielen Dank dafür und ja, wünsche dir viele gute weitere Gesprächspartner, die sich mit deinen Fragen auseinandersetzen dürfen.